Rechtsextreme Gewalt in Deutschland. 9 Morde, 14 Banküberfälle und eine getötete Polizistin. 2 tote Tatverdächtige im Freistaat, 2 Festnahmen. Brauner Terror aus Thüringen. Hat der Staat versagt? Es ist schon Wahnsinn, was sich da aus dem entwickelt hat, was am Anfang aussah wie ein, in Anführungsstrichen, ganz normaler Banküberfall. Und damit schönen guten Abend zu Fakt ist aus Erfurt. Ja, das Thema ist in aller Munde. Sie werden auch Ihre Meinung dazu haben. Tun Sie die bitte doch kund unter faktist@mdr.de und stellen Sie auch Fragen an unsere Gäste. Und das sind unsere Gäste heute Abend. Martina Renner sitzt für die Linke im Thüringischen Landtag und warnt, wenn der Staat Menschen nicht davor schützen kann, Mordopfer einer neonazistischen und rassistischen Terrorgruppe zu werden, hat er versagt. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe fordert, wir müssen Neonazis effektiv bekämpfen, vor allem aber brauchen wir eine kontinuierliche Prävention. Der Innenminister Thüringens, Jörg Geibert, sagt, ich habe meine Zweifel, ob die Behörden bei den Ermittlungen gegen die Gruppe Ende der 90er Jahre fehlerfrei gehandelt haben. Und zugeschaltet aus Köln ist der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge. Er ist sich sicher, im Rechtsextremismus wächst die Gewaltbereitschaft. Der Fall scheint nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Und damit schönen guten Abend auch in unsere Runde. Herr Geibert, seit Tagen überschlagen sich die Nachrichten quasi. Was ist denn Ihr Stand jetzt in diesen Minuten heute? Der Stand ist leider kein erfreulicher, sondern der Stand ist, dass an sich immer weitere Delikte in Verdachtsmomenten mit hinzukommen. Die Bundesanwaltschaft ermittelt. Und wir können gespannt sein, wann sich die jetzt noch Mutmaßungen immer weiter verdichten zu einer Kette des Terrors quer durch Deutschland. Seit wann, Frau Renner, haben Sie denn geahnt, dass Eisenach mehr ist als nur ein Sparkassenüberfall? Seit Dienstag früh. Wir beobachten ja schon länger die Neonazi-Szene in Thüringen und stellen fest, dass dort das Thema Rechtsterrorismus durchaus nicht randständig ist, sondern es in der Vergangenheit immer wieder Tendenzen gab, in diese Richtung sich politisch zu organisieren. Es gab Sprengstoffanschläge, Sprengstofffunde. Es ist mit Waffen hantiert worden. Und wir sehen auch aktuell in der Entwicklung, insbesondere hier in den Strukturen des Freien Netzes in Thüringen, Tendenzen in diese Richtung zu gehen. Man trifft sich mit ehemaligen Rechtsterroristen, lässt sich dort inspirieren von Karl-Heinz Hoffmann und anderen. Und als wir dann hörten, dass es eine Verbindung geben kann zu Jena, zum Thüringer Heimatschutz, dann war uns klar, dass es hier um mehr geht als um einen Banküberfall, dass möglicherweise hier eine Neonazi-Gruppierung den Weg des Terrorismus beschritten hat. Wir schauen uns am besten gemeinsam erst noch mal an, was bisher passiert ist. Wir haben eine Chronologie für Sie vorbereitet. Die Spur beginnt 1997. Auf dem Theaterplatz in Jena werden Bombenattrappen gefunden, die Polizei ermittelt. Januar 1998. Ermittler finden in einer Jenaer Garage funktionsfähige Rohrbomben. Die mutmaßlich rechtsextremen Bombenbauer sind flüchtig. 2 namentlich bekannte Männer und eine Frau werden zur Fahndung ausgeschrieben. Auch der Verfassungsschutz ist involviert. Zwischen 1999 und 2007 registriert die Polizei 12 Banküberfälle. Davon 10 in Sachsen und 2 in Mecklenburg-Vorpommern. In allen Fällen sind die Täter bewaffnet und aggressiv. Zwischen 2000 und 2006 werden 8 türkisch und 1 griechischstämmiger Mann erschossen. Die Täter agieren bundesweit. Die Tatwaffe ist immer dieselbe. Einen Zusammenhang zwischen den Bomben, den Banküberfällen und den Dönerbudenmorden sieht zu der Zeit niemand. Die Fahndung nach dem verdächtigen Trio endet 2003. Laut Gesetz ist das Verfahren wegen der Rohrbomben nach 5 Jahren verjährt. 2007 Heilbronn, Baden-Württemberg. Die aus Thüringen stammende Polizistin Michelle Kiesewetter wird im Dienst erschossen. Die Täter entkommen mit ihrer Dienstwaffe. Über Jahre kann der Mord nicht aufgeklärt werden. 18.09.2011 in Arnstadt wird eine Bank überfallen. Eine Angestellte wird verletzt, die 2 Täter fliehen. Knapp 2 Monate später in Eisenach, wieder wird eine Bank überfallen, wieder ein Angestellter schwer verletzt. Die Flucht gelingt mit 70.000 Euro. Kurze Zeit danach entdeckt die Polizei in Eisenach ein brennendes Wohnmobil. Darin die 2 toten Bankräuber sowie die Dienstwaffe der getöteten Polizistin aus Heilbronn.
Wenig später explodiert im knapp 200 Kilometer entfernten Zwickau ein Wohnhaus. Zeugen beobachten, wie kurz vorher eine Frau das Haus verlässt. Die Polizei fahndet nach Beate Z., die sich nach 4 Tagen in Jena stellt. In dem zerstörten Haus in Zwickau finden die Ermittler unter anderem die Waffe, mit der die sogenannten Dönermorde verübt worden sind. Gestern schließlich eine weitere Festnahme. Die Bundesanwaltschaft teilt mit, dass in der Nähe von Hannover ein 37-jähriger Mann festgenommen wurde. Ihm wird vorgeworfen, gemeinsam mit Beate Z. sowie den beiden toten Bankräubern Mitglied einer terroristischen Vereinigung namens Nationalsozialistischer Untergrund zu sein. Und seit heute wissen wir, dass die Thüringer Neonazis möglicherweise auch verantwortlich sind für einen Anschlag in Köln 2001. Eine Sprengfalle eingesetzt gegen eine Deutsch-Iranerin. Die Frau wurde damals dabei schwer verletzt. Frau Kolbe, meinen Sie, dass da noch mehr kommt? Auszuschließen ist, kann man derzeit ja gar nichts mehr. Ich muss persönlich sagen, mich hat schon dieses Ausmaß an Brutalität überrascht. Mich hat überrascht, dass diese Täter über 13 Jahre haben untertauchen können. Und niemand schließt mehr irgendetwas aus. Insofern kann ich auch überhaupt nichts ausschließen. Wir wissen, dass es noch viele Taten gibt, die möglicherweise einen rechtsextremen Hintergrund haben. Ich komme selbst aus Leipzig und wir hatten 3 Tage, bevor die beiden Täter sich umgebracht haben, einen Mord in Döbeln, wo auch ein iranischstämmiger Unternehmer direkt mit brutaler Gewalt erschossen worden ist. Jetzt streiten ja, Herr Butterbeck, momentan die Experten noch darüber, ob das nun Serienmörder sind oder eben doch schon Terroristen. Wie definieren Sie denn Terrorismus? Also da gibt es keine allgemeinverbindliche Definition, aber man wird schon sagen können, Terrorismus besteht daraus, dass Gewalt systematisch angewendet wird und zwar zu einem bestimmten Zweck, nämlich politische Ziele durchzusetzen. Und der Sinn des Terrors besteht eigentlich darin, Angst zu erzeugen, Panik auszulösen und in der Bevölkerung eben so viel Unruhe zu schaffen, dass es möglich ist, politische Ziele durchzusetzen, die man sonst nicht erreichen würde. Das ist der Sinn und der Gegenstand von Terrorismus. Und ich denke, dass hier so etwas wie Terrorismus von rechts vorliegt, einfach aus dem Grunde, weil die Morde zumindest an den Menschen mit Migrationshintergrund ja verübt worden sind, um dort Angst in der Migrantenszene auszulösen und möglicherweise am Ende auch zu erreichen, dass Menschen aus Deutschland wegziehen oder sich verkriechen, sich zurückziehen, aus Angst selber Opfer dieser Gewalt und solcher Morde zu werden. Aber wollen Terroristen nicht im Normalfall, dass wir dann auch wissen, wir waren es, wir wollen, dass das und das passiert? Gab nie ein Bekennerschreiben oder irgendwas in der Art? Das ist richtig, Herr Menzel, dass normalerweise Bekennerschreiben dazu dienen, auch die Täter erkennbar zu machen und damit natürlich auch vielleicht deren Ziele für die Bevölkerung einsichtiger zu machen. Aber in diesem Fall, denke ich, ist natürlich die Angst, das Bedrohtheitsgefühl sogar gewachsen dadurch, dass niemand wusste, warum werden da zum Beispiel die Besitzer von türkischen Imbissen ermordet. Und wenn sich das mehrfach aneinanderreiht, in unterschiedlichen Städten, verteilt über die ganze Bundesrepublik, dann kann natürlich schon so etwas entstehen wie Panik, wie Angst, kollektiv für viele Menschen. Und das erreicht man möglicherweise sogar eher, wenn unklar ist, warum diese Morde geschehen. Einfach, dass es immer Migranten sind. Das alleine reicht, denke ich, schon aus, um aus Sicht der Terroristen, der Rechtsterroristen, ihre Ziele zumindest ein Stück mehr erreichbar zu machen. Das heißt, Herr Gabelt, wir müssen jetzt wirklich in Thüringen darüber reden. Wir haben hier Terroristen oder zumindest welche gehabt und die kommen aus Jena mitten in Thüringen. Also wir haben zumindest die Situation, dass wir bis 1998 aus dem rechtsradikalen Milieu in Jena eine Grundstruktur hatten, aus der heraus sich diese Situation entwickelt hat. Und dass wir im Moment terroristische Bedrohung in Thüringen haben, dafür haben wir keine Anzeichen. Aber diese Taten insgesamt zeigen doch, dass an jeder Stelle in dieser Republik etwas passieren kann, etwas passiert ist in den letzten 13 Jahren, welches die Bewertung von Herrn Butterbeck, Terrorismus darzustellen, denke ich, durchaus rechtfertigt. Und die Bekenner-CD, die Bekenner-DVD, die jetzt mittlerweile im Umlauf ist, bestätigt ja auch diese Motive. Der Innenminister, der Bundesinnenminister, Frau Renner, spricht ja von Rechtsterrorismus in einer neuen Dimension. Ist es eine?
Wir hatten natürlich schon einmal rechtsterroristische Tendenzen in der Bundesrepublik. Ich erinnere an das Oktoberfestattentat in München. Ich glaube, die Dimension, mit der wir es hier zu tun haben, ich glaube auch, dass in den nächsten Tagen noch mehr Verbrechen, möglicherweise auch Morde dieser Neonazi-Zelle zugerechnet werden, ist sicherlich eine so noch nicht dagewesene Bedrohungslage durch den Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik, weil wir eben nicht ausschließen können zum jetzigen Zeitpunkt, dass es nicht noch Hintermänner gibt, dass es nicht noch Verbindungsleute gibt, dass es nicht auch möglicherweise noch Mittäter gibt. Es gibt ja zwei in Niedersachsen sozusagen in Beziehung zu der Gruppe stehende Personen. Die eine ist festgenommen, die andere wurde verhört. Wenn das so weitergeht und zu dieser Gruppe noch weitere Personen zugezählt werden können, dann müssen wir auch die Frage heute stellen, ist diese Gruppe zum Teil noch aktiv, sind noch Waffen im Umlauf, ist noch Sprengstoff vorhanden und was hatte die Gruppe als nächstes geplant? Das ist sicherlich eine Aufgabe jetzt der Ermittlungen, die so lange, und das kritisieren wir auch, ja nicht nur schleppend voranging, sondern ich sag mal ziellos voranging, weil man den Zusammenhang der Morde, dass es sich um rassistische Morde nicht erkannt hat, sondern davon ausgegangen ist, dass es sich möglicherweise um, ich sage jetzt mal verkürzt, Auseinandersetzung Türken gegen Kurden, Türken gegen Griechen, Schutzgeld, Mafia, alles Mögliche durchgespielt hat, aber auf den Zusammenhang Rechtsterrorismus überhaupt nicht gekommen ist, obwohl wir in der Bundesrepublik ja nach der Wiedervereinigung 137 Tote durch rechte Gewalt haben. Für mich unerklärlich, warum Ermittler diesen Strang nicht verfolgt haben. Zumal ja Rechtsextremismus auch für uns Journalisten nichts ist, mit dem wir uns erst seit heute beschäftigen müssen. Genau, deswegen haben wir einen Journalistenkollegen da, der sich schon lange mit Rechtsextremismus in Thüringen beschäftigt, Axel Hämmerling. Hier ist eine Gruppe schon angesprochen worden, der Thüringer Heimatschutz. Ende der 90er Jahre gab es den. Was war denn das überhaupt für eine Gruppierung? Na, es war, ich möchte sagen, ein Konglomerat, der sich zusammengesetzt hat aus Kameradschaften. NPD spielte damals noch eine untergeordnete Rolle. Aber es war eine Gruppierung, 150 bis 170 Leute stark, hochradikal. Gewaltbereit. Hochmilitant. Mhm. Und letztendlich, wenn man sich die Entwicklung anschaut, sind es ja auch die, die quasi immer noch eine Rolle spielen. Mhm. Und darum bin ich nicht ganz so optimistisch wie der Herr Innenminister, dass man immer von der Vergangenheit spricht, weil gerade die immer mit im Kontakt zu den sogenannten Bombenlegern standen, immer noch aktiv sind. Bleiben wir mal bei der Gruppierung trotzdem nochmal. Wie hat denn der Staat, die Regierung damals überhaupt reagiert auf diese Leute? Der Staat hatte sie, also so was wir jetzt aus unserer von als Außenstehende betrachten können, immer einen Blick drauf. Meistens, Frau Renner wird mich da unterstützen können, mehr als vielleicht okay wäre, mehr als vielleicht auch moralisch okay wäre. Also ich erinnere da an den führenden Kameraden des Heimatschutzes, der da ja letztendlich im Dienste des Verfassungsschutzes stand, richtig viel Geld dafür gekriegt hat. Und da rekrutieren ja jetzt auch die Gerüchte draus, dass es immer noch diese hartnäckigen Gerüchte gibt. Herr Minister, korrigieren Sie mich, dass halt mehr Leute dass da. Dass es da Verbindungen gibt. Ich glaube, das thematisieren wir auch noch in dieser Sendung. Trotzdem noch mal auf die rechte Szene zurückkommen, die Sie ja auch beobachten. Wie hat die sich denn seitdem verändert, seit Ende der 90er Jahre? Seit Ende der 90er Jahre gab es mal so eine Entspannung. Sie zog sich zurück. Der THS löst, immer mit Vorsicht betrachtet, ich weiß, löste sich mehr oder weniger auf. Die Kader gingen dann, ich will von Kadern sprechen, gingen dann in die NPD über oder waren ja sowieso in der Regel deckungsgleich. Das war ja in Thüringen eigentlich gang und gäbe, dass die Leute, die freien Kameradschaften, also freie Strukturen, lose Verbindungen angeführt haben, dann auch in die NPD eingetreten sind. Und sie wurden salonfähig dann. Und es wurde ruhiger. Mhm. Ich sage es immer unter Vorbehalt natürlich, es wurde ruhiger, bis dann vor 2-3 Jahren die NPD absolut eingebrochen ist und dann eben sich auch die Szene wieder deutlich radikalisiert hat. Mhm. Was man dann eben auch letztes Jahr gesehen hatte, wo dann auch die Polizei vorgegangen ist. Frau Renner hat es angesprochen gehabt, wo auf einmal von Sprengstoff die Rede waren, wo Vorträge auch in freien Netzwerkstrukturen bis hin nach Sachsen existieren, die dann halt sich regelmäßig getroffen haben. Herr Hämmerling, wir reden nachher noch weiter. Wir geben das erstmal in die Runde zurück. Danke. Frau Kolbe, Sie sitzen ja als sächsische Abgeordnete im Innenausschuss des Bundestages. Wie geht der denn damit um, was wir gerade gehört haben? Ja, wir haben seit den Erkenntnissen noch nicht miteinander gesprochen, aber wir werden in der nächsten Sitzungswoche einen Innenausschuss haben, einen Sonderinnenausschuss, der sich ausschließlich mit diesem Thema befassen wird. Weil der wirft natürlich auch für die Bundesebene viele
Fragen auf. Da sind Morde passiert, bundesweit, ohne dass der Zusammenhang erkannt worden ist. Da gab es offensichtlich zu wenig Kommunikation zwischen den Verfassungsschützern, zwischen den Verfassungsschutzämtern. Und ein Punkt, den ich besonders dramatisch finde, die Zahl 137 ist schon angesprochen worden. Wir hören jedes Jahr den Verfassungsschutzbericht. Da ist von 47 Todesopfern rechter Gewalt die Rede. Das heißt, wir haben offensichtlich bei den Statistiken ein Problem, dass die Polizei nicht genau genug hinguckt, was jetzt ein Opfer rechter Gewalt ist und was nicht. Aber wenn Sie sagen, wir hatten noch keine Zeit, uns zu treffen, das klingt schon ein bisschen hilflos in meinen Ohren. Also, kann ich auch einen Innenausschuss Sondersitzungen einberufen, wenn es denn sein muss? Ja, das parlamentarische Kontrollgremium wird schon kommen, also nächste Woche tagen. Das heißt, da ist schon etwas im Gange, machen Sie sich keine Sorgen. Und ich glaube, das Kontrollgremium ist natürlich auch das, was den tiefsten Einblick bekommt. Und wir sehen auch, dass es die Entwicklung in Sachsen und in Thüringen gibt, glücklicherweise. Denn ich finde, was jetzt geboten ist, ist wirklich ganz eindeutig, ganz schonungslose Aufklärung. Denn was wir sehen mit den Gerüchten, was wusste der Verfassungsschutz und nichts wird mehr ausgeschlossen, das erschüttert natürlich das ganz grundsätzliche Vertrauen in den Staat. Und das wirft natürlich viele Fragen auf für die Politiker, für uns Journalisten und auch für Sie zu Hause. Wie das möglich ist, dass die so lange unentdeckt bleiben und dass so die Dimensionen, die es einfach hat, ja, also das ist einfach unfassbar. Der Verfassungsschutz hat ja Hände drin unter den Po. Die verarschen uns dann nur. Verfassungsschutz, das ist so irgendwo, also das sind Leute, die überall sich auskennen und dass denen das so durch die Lappen gegangen ist, das kann man eigentlich nicht verstehen. Die Ermittlungen hätten besser durchgeführt werden müssen, da hapert es etwas. Ist eigentlich irgendwie erschreckend, dass man so unbehelligt untertauchen kann und keiner merkt irgendwas. Mhm. Was sie so alles beobachten und hier wollen sie nicht gewusst haben. Und man denkt an die, als man gegen die linke Terrorszene vor Jahren vorgegangen ist, da hat man viel mehr Einsatz gezeigt als jetzt gegen die Recht, wo es fast nur gegen Ausländer geht, das denke ich. Man denkt, was macht die Polizei, schläft die? Also, Fakt ist, Herr Geiber, Sie sind der Innenminister von Thüringen. Ganz konkret jetzt, wo haben Verfassungsschutz und Polizei versagt? Also zunächst mal hat sich ja der Verfassungsschutz in den letzten Jahren etwas anders ausgerichtet. Nach den Anschlägen vom 11. September ist der islamistische Terrorismus bundesweit in den Fokus gerückt worden. Das hat sich auch bei uns ausgewirkt. Wir haben auch entsprechende Aktivitäten verstärkt. Man kann natürlich, wenn man den Apparat als solchen nicht aufblähen will, Aktivitäten nur verstärken, indem andere Bereiche ganz offensichtlich dann auch zurückgefahren werden. Das schien gerechtfertigt, im Hinblick auch auf die wahrgenommene Situation. Wir haben ja seit einiger Zeit schon das Phänomen, dass rechte Aktivitäten rückläufig waren, dass die Mitgliederstärken in den rechten Parteien etwas nachgelassen haben dabei und dass sich die Strukturen nicht so verfestigt haben, wie es die Akteure für sich gewünscht haben. Was Sie jetzt sagen, klingt aber so ein bisschen in meinen Ohren so, als wenn Sie gerade andeuten wollen, wir müssen konstatieren, die drei sind uns möglicherweise durchs Netz gerutscht, weil wir a. weniger Personal haben und b. uns mehr auf den Terror aus islamistischen Richtungen konzentriert haben. Nein, das beschreibt ja nur die Situation, die wir seit 2001 haben. Und hier reden wir ja über ein Phänomen, was ja eingesetzt hat 1996, 97, 98. Da hat das seine Wurzel bekommen. Und ich denke, da gilt es schon einiges aufzuklären dabei. Sie haben ja bereits angedeutet, dass es im Verfassungsschutz sehr unterschiedliche Bewegungen gab, dass also da schon teilweise mit Mitteln gearbeitet wurden, die dann anschließend dazu geführt haben, dass ein NPD-Verbot, was wir uns natürlich wünschen würden, nicht zum Zuge kommen konnte, nicht wegen uns alleine, sondern weil bundesweit entsprechend agiert wurde. Und da, denke ich, muss man ansetzen an dieser Stelle. Aber ich merke, dass unsere beiden Damen Ihnen nicht ganz so folgen wollen. Frau Renner zuerst vielleicht. Also da muss ich Ihnen ganz deutlich widersprechen. Also das Problem des Neonazismus in Thüringen hat nicht nachgelassen. Wenn wir uns die polizeiliche Kriminalstatistik ansehen, so haben wir in den letzten Jahren wachsende Zahlen rechtsextremer Gewalt in Thüringen, darunter auch schwere Gewalttaten. Es ist eben auch schon vom Kollegen Hämmerling vom MDR angesprochen worden. Es gibt hier eine Soko, die einen versuchten Brandanschlag auf ein Busunternehmen untersucht, das regelmäßig durch linke Antifaschisten genutzt wird. Die Polizei ist dem Verdacht nachgegangen, dass die Nazi-Szene sich mit Sprengstoff C4 ausstatten will. All das waren Alarmzeichen und da kann man nicht die Mitglieder der NPD heranziehen, um etwas über den Rechtsextremismus zu erfahren, dann hätte man sich sehr genau angucken müssen, was im unorganisierten Bereich
nicht parteilich gebundenen Bereich, trotzdem organisierten Bereich passiert, was an bundesweiter Vernetzung aufgebaut wird, was auch möglicherweise an europaweiter Vernetzung zu militanten Neonazi-Gruppierungen sozusagen da ist. Es geht ja auch um paramilitärische Übungen, die zum Teil dann in Tschechien und so weiter stattfinden. Und wenn man da das Gesamtbild bemüht hätte, hätte man niemals Entwarnung geben dürfen und sich auf ein neues Feld Islamismus bewegen dürfen, was in Thüringen, wir wissen ja beide, was im Verfassungsschutzbericht steht, überhaupt keine Relevanz hat. Da kommt zustimmendes Nicken von Frau Kolbe. Keine Relevanz hat dabei. Da gehen Sie mit, Frau Kolbe, ja? Da gehe ich absolut mit. Ich würde sogar noch ergänzen. Ich würde sagen, dass wenn wir uns die Verfassungsschutzberichte auf Bundesebene vorstellen lassen und dann nach der Einschätzung fragen, und wir müssen ja dem Verfassungsschutz auch vertrauen an der Stelle als Politiker, dann kam in den letzten Jahren die Aussage, dass wir ungefähr eine Balance haben zwischen Links- und Rechtsextremismus. Und ich würde da nach den Vorkommnissen, die wir jetzt sehen und auch nach den unterschiedlichen Zahlen zwischen denen in der polizeilichen Statistik, was ja die Zahlen sind, was liefern Gerichte, was liefert die Polizei, und dem, was die Opferverbände sagen, sogar selbst bei steigenden Zahlen, müssen wir konstatieren, dass wir das Niveau rechter Gewalt massiv unterschätzt haben und möglicherweise auch die Verfassungsschützer sich zu sehr auf den Islamismus konzentriert haben, wo doch angezeigt wäre, genauer hinzugucken. Das Problem bei rechter Gewalt ist eben, sie ist so alltäglich geworden. Möglicherweise ist das ein Punkt, warum da nicht so genau hingeguckt wird. Und wir gehen noch mal auf das Jenaer Trio ganz konkret, Herr Geibert. Die drei sollten 98 in Jena verhaftet werden. Das stand fest, das sollte geschehen. Dann waren die plötzlich weg. Wie kann denn das passieren? Die drei sollten nicht verhaftet werden, sondern es sollte in Jena eine Durchsuchung erfolgen. Und die Tatsache, dass es zu keiner Verhaftung kam, ist natürlich eines der großen Fragenzeichen, was man heute aufklären muss. Es lag kein Haftbefehl vor. Das ist paradox. Zumal es ja eine durchaus höhere Vorverurteilung gab. Und es war auch relativ schwierig, einen Haftbefehl dann anschließend zu erreichen. Und daraus ergeben sich schon Fragen. Und ich denke, das muss man dezidiert aufklären. Das mag zwar strafrechtlich keine Relevanz mehr haben, aber es hat natürlich eine Relevanz im Hinblick auch auf das Empfinden der Bevölkerung, wie die Behörden funktionieren, wie Sicherheitsmechanismen arbeiten und wie man Sicherheit auch im Land wiederherstellen und gewährleisten kann. Damals war Richard Dewis in Thüringen Innenminister. Haben Sie den schon gefragt, was damals los war? Ich denke, es macht keinen großen Sinn, das zu personalisieren und Richard Dewis dazu zu fragen. Ich frage Sie jetzt nur, weil er uns heute gesagt hat, dass er sich gewundert hat, dass Sie ihn noch nicht angerufen haben. Wenn er Erkenntnisse hat, könnte er die sicherlich gerne zu beitragen. Er hätte ja auch mehrere Jahre Amtszeit Gelegenheit gehabt, seine Erkenntnisse einzubringen. Aber ich denke, das ist nicht die richtige Fragestellung dabei, sondern die richtige Fragestellung wäre, ob die zuständigen Stellen, und insoweit denke ich jetzt nicht zuerst an den politisch Verantwortlichen, ob die zuständigen Stellen zum damaligen Zeitpunkt ihre Erkenntnisse, die sie womöglich hatten, korrekt verwertet oder nicht korrekt verwertet haben. Der frühere Innenminister wartet noch auf Ihren Anruf. Der frühere Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, der hat Ihnen schon Hilfe angeboten. Was erwarten Sie möglicherweise davon? Also wir nehmen natürlich jede Hilfe dankbar an. Ob das aber der richtige Helfer ist in dieser Situation, das wage ich doch ein Stück weit zu bezweifeln. Er hat doch relativ viele Probleme im Bereich des Verfassungsschutzes hinterlassen. Frau Renner? Also ich sehe ein Problem darin, wenn man jetzt alles auf die bizarre Amtsführung von Herrn Röwer schiebt. Natürlich hat Herr Röwer die Instrumente des Verfassungsschutzes in besonders, sagen wir mal, eigensinniger Art und Weise genutzt. Aber diese Instrumente hat jedes Landesamt, hat auch das Bundesamt. Diese Instrumente, die jetzt möglicherweise dazu führen, dass man auch davon ausgehen muss, dass die Warnung an die drei bei der Razzia auch über diese Kanäle ausgesprochen wurde. Das sind die Instrumente, ich will es mal kurz erwähnen. Müssen wir das vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen. Also V-Leute anzuwerben gegen Geld, wo man immer Gefahr läuft als Dienst, dass sie Straftaten begehen oder dass man Straftaten deckt. Und Ähnliches. Also diese ganzen nachrichtendienstlichen Mittel, die hat jedes Landesamt. Herr Röwer ist sicherlich ein personeller Einzelfall, aber es hätte in einem anderen Bundesland, und mittlerweile redet man ja auch über Versäumnisse des VS in Hessen, sicherlich auch so passieren können. Also Herr Röwer ist, wie gesagt, der frühere angesprochene Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, nochmal für unsere Zuschauer. Jetzt wollen wir es mal konkret machen, es geht ja weiter. Also wir haben Informationen, die wir wahrscheinlich morgen in einer Zeitung lesen werden. Und diese Informationen gehen davon aus, dass Beate Z., die Frau, die jetzt in Haft sitzt, die einzige Überlebende dieses Jenaer Trios, nachdem sie abgetaucht war, schon mit den beiden Männern, wohl regelmäßig Kontakte zum Verfassungsschutz unterhalten haben soll. Das klingt dann so ein bisschen, wenn dem so sein könnte, wie auf eigene Rechnung in irgendeiner Form.
Können Sie sich das vorstellen, dass wir am Ende hier einen neuen V-Mann-Skandal kriegen? V-Frau. V-Frau in dem Sinne ganz konkret. V-Frau, aber ich kann nur hoffen, dass das nicht der Fall sein wird, dass das so ist. Und das, was wir im Moment meine Verantwortlichen im Verfassungsschutz dazu erklären, nährt diese Hoffnung. Aber der Fall hat so viele bizarre Varianten. Er hat so viele Wendungen genommen, vom letzten Freitag bis heute, dass es, denke ich, notwendig ist, im Interesse der Politik, aber auch im Interesse der Öffentlichkeit, nachhaltig alles aufzuklären. Es könnte doch aber, Frau Renner, eine Variante sein, eine Möglichkeit sein, durchaus, die uns auch vielleicht verstehen lässt, warum dieses Trio so lange unentdeckt bleiben konnte. 98 nicht gefunden, ein paar Jahre später, 3 Jahre, um genau zu sein, lebt das Trio fröhlich mitten in einer feinen Gegend in Zwickau, eine Autostunde von Jena entfernt. Das will niemand gemerkt haben. Also ich finde, es ist auch verfrüht zu sagen, Beate Z. stand in irgendeiner Beziehung zum Verfassungsschutz. Was aber richtig ist, wir müssen uns noch mal überlegen, ein Inlandsgeheimdienst, wie dieser arbeitet. Wir wissen, Tino Brandt, der Chef des Thüringer Heimatschutzes, war viele Jahre V-Mann des Verfassungsschutzes. Es muss davon ausgegangen werden, dass es eine weitere Quelle in dieser Organisation gab, weil Geheimdienste nach einer Logik verfahren, die sagen, ich brauche 2 Quellen, die nichts voneinander möglicherweise wissen, um Informationen, die eine Quelle liefert, über die Informationen, die eine andere Quelle liefert, verifizieren zu können. Wir müssen davon ausgehen, in dieser Gruppierung waren weitere V-Leute. Und ob diese dann direkt zu diesem Trio gehörten oder indirekt, jetzt vielleicht auch als Helfer oder Mitwisser unterwegs waren, diese mit Informationen versorgt haben, auch mit Hinweisen, wie man sich möglicherweise falsche Dokumente besorgt, das ist für uns nicht die Fragestellung, nachzuweisen, dass einer der 3 tatsächlich diese konkreten Beziehungen zum Verfassungsschutz hat. Für uns ist das Problem, dass der Verfassungsschutz überhaupt seine Finger in dieser Gruppe hat. Denn es kann ja nicht sein in einer Demokratie, dass ich einen Geheimdienst habe, der in einer Nazi-Gruppierung operiert, wo wir wissen zu diesem Zeitpunkt schon, dass es dort Tendenzen gab, mit Sprengstoffanschlägen auf sich aufmerksam zu machen, mit Gewalt vorzugehen. Ich finde, da muss eine klare Trennung gezogen werden. Und deswegen fordern wir auch heute, auch mit Blick auf ein möglicherweise wieder neu zu diskutierendes NPD-Verbot, dass jetzt endlich die Spitzel aus der Nazi-Szene abgezogen werden. Nicht, dass am Ende wieder ein mögliches Verbot an Thüringen scheitert. Aber Frau Kolbe, wir gehen noch mal nach Sachsen, da kommen Sie ja her. Ich sag mal, wenn der Nährboden da ist und die Politik sich auch vielleicht ein Stück weit selber auf dem rechten Auge blind macht, ist das auch was für Sachsen ähnlich gilt? Ich glaube, das gilt überall. Also wenn man das Spezielle an Rechtsextremen ist, dass sie nicht einfach verschwinden, wenn man sie ignoriert, sondern sie verschwinden erst dann, wenn man ihnen gegenübertritt und ihnen die Stirn bietet. Und wenn das unterbleibt, weil möglicherweise Behörden nicht hingucken oder weil die Zivilgesellschaft nicht wachsam genug ist, dann kann es zu einer Radikalisierung kommen, dann kann es zu Gewalt kommen, dann kann es zu Toten kommen. Ja. Jetzt gibt es ja, Herr Butterwegge, schon die Ersten, die wieder sagen, es ist wieder der Osten. Ist das ein fast schon typisches ostdeutsches Problem, was wir hier diskutieren heute Abend? Nein, der Rechtsextremismus ist natürlich kein ostdeutsches Phänomen, sondern ein internationales. Aber im Westen Deutschlands, da beruhigt man sich natürlich häufig, indem man sagt, na ja, das ist eine Sache der Ostdeutschen, der Neuen, die ja gar nicht mehr neu sind, Bundesländer. Und bei uns mit einer funktionierenden Demokratie im Westen, da ist sowas nicht möglich. In Wirklichkeit war 1980 der Anschlag auf dem Münchner Oktoberfest, 13 Tote von Gundolf Köhler, ein Attentat mit Hunderten von Verletzten. Da hat man sich dann außerdem damit beruhigt, dass man gesagt hat, naja, das ist irgendein Spinner, das ist ein Tüftler und Bastler, so hat die Bild-Zeitung damals geschrieben, der ist irgendwie unpolitisch. Also es gibt immer Strategien und Mechanismen, mit denen man sich vor der eigenen Verantwortung drückt. Und wir müssen, das ist auch schon eben von Frau Kolbe und von Frau Renner angedeutet worden, wir müssen einfach deutlicher hingucken und wir müssen klarstellen, dass die Gesellschaft und insbesondere auch die Politik, die etablierten Parteien, Verantwortung tragen. Sie müssen sich konsequent auseinandersetzen mit dem Rechtsextremismus und das ist an dieser Stelle nicht passiert. Es hat eine lange Tradition in Deutschland, auf dem rechten Auge blind zu sein, weil es natürlich auch, was die Sicherheitsbehörden angeht, nicht so eine Komplizenschaft gibt, wie sie sich hier vielleicht in Thüringen sogar andeutet. Aber es gibt natürlich zum Teil heimliche Sympathien für eine politische Richtung, die deutschen Tugenden hochhält, die für Ruhe und Ordnung ist, für Disziplin, für Treue und Ehre. Das sind Werte, die in der rechten Szene hohen Rang haben, aber auch
in den Sicherheitsdiensten, in der Polizei und im Verfassungsschutz. Und da wundert man sich natürlich zu Unrecht, wenn es dann auch möglicherweise zur Kooperationsbeziehung kommt. Und ich finde, man muss den Fall lösen von solchen Einzelproblemen jetzt Thürings. Es ist ein strukturelles, ein gesellschaftliches Problem, mit dem wir es zu tun haben. Die Bundesregierung kürzt die Mittel im Bereich des Kampfes gegen den Rechtsextremismus und stellt stattdessen den Linksextremismus an den Pranger und den Islamismus, der aber keine blutige Spur durch Deutschland bisher zum Glück gezogen hat. Deshalb finde ich, muss wieder der Kampf gegen den Rechtsextremismus in den Mittelpunkt gestellt werden. Wir setzen uns nicht immer konsequent genug auseinander, haben Sie gesagt. Und damit gehen wir noch mal zurück zum konkreten Fall doch und zu Ines. Genau, und da wollen wir noch mal mit Axel Hämmerling ins Gespräch kommen und eben noch mal zurückblicken, so Fehlersuche. Es gab ja Ermittlungen zwischen 1998 bis 2003. Und jetzt frage ich mal ganz diplomatisch, hat da jeder sein Bestes gegeben? Ja, nach uns. Ja, Sie versuchen auch diplomatisch zu sein. Diplomatisch ist es, glaube ich, ja, muss auch sein. Also die, wenn man sie jetzt nachrecherchiert, auch damals, ich will niemand Böses unterstellen. Also ich gehe davon aus, das hört man auch gerade jetzt wieder, gerade aus den Reihen der Staatsanwaltschaft und auch des LKA, der Staatsschützer. Ja. Natürlich haben die gesucht, auch damals, als es dann passiert ist, als sie auf einmal fort waren, natürlich haben sich die Zielfahnder geärgert. Es gibt dann aber auch immer, je tiefer man immer nachfragt, gibt es dann aber auch immer wieder solche, ja, ich will mal Wahrnehmungen sagen, das ist immer schwierig, weil wir können es nicht belegen und darum ist es auch immer schwierig, wo es dann heißt, ja, wir waren ganz kurz davor, aber aus irgendeinem Grund sind wir gebremst worden. Das, wir sind gebremst worden, können wir nicht verifizieren. Hm. Aber es bleibt halt immer so ein Geschmäckle, es kommt aus unterschiedlichen Richtungen, wo ich dann sage, okay, da sollte man die Frage stellen. Ich hoffe ja, dass es dann irgendwann mal so weit kommt, dass es dann klar ist, woran es lag. Nun haben wir Sie nicht nur hier, damit wir Ihnen Fragen stellen, sondern Sie haben selber auch eine Frage. Und ich glaube, das ist eine, die vielen, also selbst mir, auf den Nägeln brennt. Ja, also gerade, vielleicht kann es der Minister mir beantworten, ich glaube es aber eher nicht. Diese Killer, die gerade jetzt entworfen werden, diese kaltblütigen Polizistenmörder, Ausländermörder, erschießen sich plötzlich, weil die Polizei um die Ecke kommt. Das ist Frage 1. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist eine Frage, die verstehe ich einfach nicht. Mhm. Und die zweite Frage ist, und selbst dann, okay, die waren vielleicht in Panik, so könnte ich es mir noch beantworten, aber dann präsentieren die der Polizei, allen Sicherheitsbehörden, der Presse, die Beweismittel zu dieser ganzen Serie, wo ich sage, warum machen die das? Ich verstehe es einfach nicht. Und das geben wir mal in die Runde. Danke, Herr Hämmerling. Ja, wir verstehen es wirklich nicht. Vielleicht erklären Sie es uns. Ich hoffe, dass wir irgendwann eine eindeutige Erklärung dafür haben werden. Aber das ist eine der Kernfragen, die im Moment natürlich im Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwaltes versucht werden zu beantworten. Selbst das Tathergangsgeschehen in dem Wohnmobil in Eisenach ist ja noch nicht in seinen letzten Abläufen geklärt. Es liegt noch nicht der endgültige Obduktionsbericht vor, der insoweit ja Aufschluss geben könnte. Das heißt also, da gibt es noch einiges aufzubereiten. Es ist auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt denn die Motive, von denen Herr Hämmerling sprach, in die Welt versandt wurden. Ich denke, es ist davon auszugehen, dass es nach Eisenach geschehen ist. Und das ist natürlich dann eine ganz kritische Situation, die wieder neue Fragen aufwirft. Also da gibt es, denke ich, relativ viel noch aufzuklären. Und es hat ja durchaus einen Grund, dass der Generale Bundesanwalt die Ermittlungen übernommen hat, dass das Bundeskriminalamt federführend in den Ermittlungen drin ist und die Landeskriminalämter aus Sachsen, aus Thüringen, aus Baden-Württemberg und ich denke jetzt auch mittlerweile weitere dann zuarbeiten in dieser Situation. Sind Sie erleichtert, dass Sie es nicht mehr, ich sag mal salopp, am Hals haben? Also wir haben ja den, wenn man so sagen kann, relativ einfacheren Teil gehabt. Das ist der Teil, wo der Täter gleich Opfer feststeht. Unsere Situation war die Situation, zwei Banküberfälle zu haben, die Gott sei Dank dann dem ganzen Treiben auch ein Ende gesetzt haben mit der Erschießung der Täter in diesem Wohnmobil. Aber es ist ja natürlich eine Riesenblase, die letztlich aufgestochen wurde mit diesem Erfolg dann von Eisenach, wenn man das mal als einzigen polizeilichen Erfolg im Moment dort ausmachen würde und die jetzt zu Ermittlungen führt quer über die Republik, die jetzt plötzlich ein Netz erkennen lässt, was wir vorher so ja
überhaupt bei den Sicherheitsbehörden nicht diagnostiziert haben. Niemand hat die Dönermorde bislang zugeordnet. Da war von organisierter Kriminalität die Rede, aber doch nicht von einem extremistischen Terroranschlag. Und das ist eine Situation, die wir heute, gut anderthalb Wochen nach dieser Tat, jetzt so beschreiben. Dass Sie gerade gesagt haben, die Erschießung der Täter hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, die dann wieder kommen. Täter durch sich selbst, wir lassen das mal einfach jetzt so stehen. Frau Kolben, welche Schwierigkeiten sehen Sie denn in der Zusammenarbeit zwischen den Landesbehörden, der Polizei zum Beispiel? Da muss es ja welche geben. Ja, offensichtlich wird da viel zu wenig kommuniziert. Und auch im Nachgang zum NPD-Verbotsverfahren, dem ersten Gescheiterten, haben wir ja mitbekommen, dass die Landesverfassungsbehörden nicht willens war, überhaupt sich darüber in Kenntnis zu setzen, mit wem sie in der Szene zusammenarbeiten, wer auf wessen Ticket fährt, wer von wem Geld bekommt, wer von wem geführt wird. Und das ist natürlich kein Zustand. Also wenn alle den gleichen Auftrag haben, unsere Verfassung und unseren Staat zu schützen, dann sollten sie gefälligst, und das von Steuergeld, mit Steuergeld auch finanziert wird, dann sollten sie gefälligst miteinander sprechen. Ich habe aber noch einen Punkt zu Ihnen, Herr Minister. Es ist schön, dass Sie sagen, in Ihrer Verantwortung liegt jetzt vor allen Dingen Eisenach. In Ihrer Zeit schon, aber in Ihrer Verantwortung liegt natürlich auch des Pudels Kern. Was ist damals in Jena passiert? Wieso konnten sich diese Gruppe so radikalisieren? Wie konnten die einfach abtauchen? Und wieso hat dann niemand nach ihnen gesucht? Und ich glaube, in Ihre Verantwortung fällt auch eine ganz lückenlose Aufklärung, damit wir wieder ein Vertrauen in den Verfassungsschutz haben. Weil die Fragezeichen, die über unseren Köpfen auch hier überall schweben, die sind ja nicht zu übersehen. Und das ist eine grundlegende Demokratiekrise, die Sie aufzuklären haben. Fragezeichen. Also diese Verantwortung werden wir natürlich wahrnehmen. Die Fragezeichen, die über unseren Köpfen schweben, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben viel Post bekommen, denn das Thema beschäftigt Sie zu Hause offensichtlich genauso wie uns hier, Ines. Ja, dann sage ich natürlich erstmal herzlichen Dank für die vielen E-Mails. Möchte teilweise zitieren, Fassungslosigkeit herrscht vor allem vor, wie sowas überhaupt möglich ist, sowas möglich gewesen ist. Hans-Jürgen Hille, seine Mail trifft es da vielleicht am besten. Er schreibt, es ist eine Schande für Deutschland, dass Terroristen 13 Jahre unentdeckt Verbrechen begehen konnten, beschämend auch für die Ermittlungsbehörden. Dann werden Gerüchte diskutiert, teilweise tauchen auch Verschwörungstheorien auf, dass der Verfassungsschutz selbst die Täter sogar erschossen hat. Also selbst solche Blüten treibt es aber immer wieder. Wie konnte überhaupt so etwas passieren? Und damit sind Fragen verbunden, die ich in die Runde geben möchte. Mit kurzer Beantwortung bitte, es wären 30 Sekunden, haben Sie Zeit. Es wird ein akustisches Signal eingeblendet, dass Sie ungefähr wissen, wann Sie fertig werden müssen. Da geht die erste Frage an Innenminister Geibert. Frank Müller stellt sie. Ich habe gehört, die Täter hatten echte Papiere. Wie kann das denn sein? Also echte Papiere kann man dann erhalten, wenn sie einem von einem Dritten überlassen werden. Und wenn sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen von der Behörde ausgestellt werden. Und war das, das sind Fall die beiden Wege, die denkbar sind. Und das gilt es jetzt abzuklären. Die Abklärung ist noch nicht abgeschlossen. Okay. Der Vorstoß vieler Politiker zum Thema NPD wird aufgegriffen. Zumindest in den Mails befürworten die meisten Zuschauer das. Aber es wird auch gefragt, was die Runde davon hält. Deshalb möchte ich diese Frage gleich an zwei in der Runde geben, nämlich an Frau Kolbe von der SPD und Frau Rinner von den Linken. Also, was halten Sie von einem erneuten Versuch, die NPD zu verbieten? Erst Frau Kolbe, 30 Sekunden, dann Frau Rinner. Andersrum. Also ich persönlich befürworte ein NPD-Verbotsverfahren auch. Aus dem einfachen Grund, die NPD ist eine verfassungsfeindliche, gefährliche Partei. Und aus diesem Grund sollten wir ein Verbotsverfahren anstrengen. Ich halte aber nichts davon, das jetzt als Ablenkungsmanöver und Reflex in den Raum zu stellen, weil natürlich löst ein Verbot der NPD das Problem nicht. Es ist notwendig, aber es ist nicht hinreichend. Es reicht nicht aus. Wir brauchen noch mehr im Kampf gegen Rechtsextremismus. Wie geht man das weiter an, Frau Renner? Also wir sind auch für ein glaubwürdiges neues NPD-Verbotsverfahren. Ein glaubwürdiges neues NPD-Verbotsverfahren bekommen wir nur, wenn wir die Hindernisse für Karlsruhe abbauen. Das sind die V-Leute, die müssen jetzt aus der Führungsebene der NPD abgezogen werden. Und ich finde, auch dieser Fall gibt uns genug Anlass, weil viele braune Weggefährten von damals haben später in der NPD Karriere gemacht. Die sind alle aufzuzählen hier in Thüringen. Und allein das, diese Verbindung von den Rechtsterroristen zur NPD, sollte uns Anlass sein, über dieses NPD-Verbotsverfahren jetzt nachzudenken. Okay, also ein klares Votum. So, und dann haben wir natürlich unseren Politikwissenschaftler in der Runde, oder genauer in Köln haben wir ihn ja sitzen. Also an Herrn Butterwegge geht die nächste Frage von Ursula Treschke. Es gibt ja Bekenner-DVDs, das haben wir ja auch gerade schon in der Runde besprochen. Was halten Sie davon, dass diese jetzt auch in den Medien in Ausschnitten gezeigt werden? Ist das nicht unklug? Denn das ist doch bestimmt genau das, was diese Verbrecher wollten, Herr Butterwegge. Ja, das ist ein sicher richtiger
Danke, da noch Propaganda zu machen, möglicherweise auch Nachahmungstäter auf den Plan zu rufen, das kann sicher nicht sein. Man muss überhaupt die mediale Berichterstattung sehr genau daraufhin überprüfen, ob sie den Rechtsextremismus nicht ungewollt fördert. Und dies wäre so ein Fall, wo das durchaus denkbar wäre. Ich würde also dieser Kritik oder dieser kritischen Nachfrage durchaus beitreten und mich auch dafür aussprechen, das nicht zu tun. Okay, dann gebe ich zurück in die Runde, Andreas. Vielen Dank. Ja, und die erste Konsequenz haben Sie schon angekündigt, Herr Minister. Es wird eine Kommission geben in den nächsten Tagen schon. Was ist das für eine Kommission? Wer sitzt da drin? Was soll sie? Die Kommission hat die Aufgabe, insbesondere die Vorgänge Ende der 90er Jahre zu klären. Warum es etwa bei der Durchsuchung nicht zu einer Festnahme gekommen ist, wie es sein konnte, dass dieses Trio fliehen konnte. Natürlich auch Anhaltspunkte eventuell zu ermitteln, wie es sein konnte, dass dann 13 Jahre unentdeckt die Personen dann in Zwickau und Umgebung leben konnten. Ne? Morgen werden wir den Vorsitzenden dieser Kommission bekannt geben. Dann könnte ich es doch heute Abend schon sagen. Ja, ein bisschen Spannung muss an einem solchen Abend ja doch noch bleiben, zumal ich gegenüber dem Vorsitzenden im Wort bin, dass wir das morgen gemeinsam machen. Aber ich denke, es wird eine integre Persönlichkeit sein, die von allen anerkannt ist und respektiert wird und die vor allen Dingen auch profunde Kenntnisse besitzt und für diese Aufgabe geeignet ist. Okay, dann müssen wir uns bis morgen gedulden. Frau Kolbe, Sie sind in der SPD-Arbeitsgruppe Strategien gegen Rechtsextremismus. Ganz kurze Antwort bitte, was muss sofort unternommen werden? Es muss so viel unternommen werden im Kampf gegen Rechtsextremismus. Repression auf der einen Seite, dass nicht noch mehr Rechtsextreme abtauchen und sich weiter radikalisieren. Da muss der Staat hart reingehen. Auf der anderen Seite brauchen wir viel mehr Prävention. Wir müssen diejenigen bestärken, die in der Fläche, in den Gemeinden den Kampf gegen Rechtsextremisten aufnehmen. Das passiert im Moment nicht. Und wir hoffen, dass vielleicht mit dem heutigen Abend auch da ein bisschen mehr in Bewegung kommt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier gewesen sind. Herzlichen Dank auch nach Köln, unserem Publikum, Ihnen zu Hause. Das war's von mir für heute und Ines hat wie immer für Sie noch einen Hinweis. Ja, und der fällt kurz aus, denn Fakt ist, gibt es auch nächste Woche. Dann kommt das Ganze aus Magdeburg und ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder. Damit hat er morgen auch wieder Zuschauer.